Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Stream. Wir spielen wieder The First Descendant und mit dabei sind Maria, Maurice und Christian. So, wir werden wahrscheinlich erstmal ein bisschen leveln. Ich werde mir den Ajax angucken und dann mal schauen, was passiert. So. Was nu? Oh, Scheiße. Oh. Hast du jetzt eingeschissen oder was? Ja, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Muss ich da Schaden machen oder macht ihr das eh? Nee, du musst Schaden machen. Scheiße. Ich geh mal schnell eine rauchen, bitte nicht AFK-Mail, ne? Danke. Ha, das denkst auch nur du. Ich hätte nämlich gerne eine tolle Level 1 gleich mitgenommen, geht das, oder? Ja, mach. Ich hatte auch einen Level 1 Ajax. Ja klar, kannst du machen. Ist alles super tobi. Ah, geil, ey. Die hat noch nicht mal Module drin, hab ich. Stimmt. Oh mein Gott, gut, dass du es sagst. Ich level die ganze Zeit meinen ultimativen Lusche und hab keine Module drauf. Ja, Module sind für Anfänger. Ja, ja. Ups. Naja, jetzt hat er auch mal ein paar Module. Gut, dass du es gesagt hast. Hallo Mondkind. Mondkind startet erstmal mit links rechts im Stream. Nicht schlecht. Hat geschmeckt. Was ist denn jetzt los? Na, guck ein Video gerade, werde ich mal erwarten. Ja. Und da sagt die Frau gerade auch so zu dem Typ: Hast du etwa ins Waschbecken gepullert? Morris. Hehehehe
Ja, Mann. Das verstehe ich nicht. Ja, ab und zu lacht ja nur mal Marcel aus nichts. Es ist, ja. Ja. Ich meinte jetzt zwar irgendwas am Handy, aber gut. Deckt all eure dunkelsten Geheimnisse auf. Jetzt schon. Kein Problem. Alles. Da hole ich mir aber noch fix ein Getränk. Jo. Mach das, ganz in Ruhe. Thank you.
Man hört schon den Mori. Ey, also ich hab gesagt, ihr sollt starten. Nee. Sonst hätten wir dich ja AFK melden müssen. Genau. Sinnlos hier wieder. Wollen wir doch nicht, Mensch. Jetzt startet. Ja. Jetzt ist aber... Wie heißt er? Christian? Ja, Christian. Ja. Aber der holt sich ja noch was zu trinken, das sollte ja nicht so lange dauern. Ja. Denn er hat eine Villa, dann... Lol. Alter, was war das? Die Knochen. Wasser. Genau, der Meinung bin ich auch. Ja, ne? Starke Meinung. Mhm. Man muss ja mal Statements hier setzen. Uah. Was denn hier los? Geht's schon los? Ja, ne, Chloa. Immer mit der Ruhe. Descendant, Number 17 here. I'll be assisting you on this operation. Good luck. Enemy structure operation. Initiating full-scale blocking operation. Wie viel Unterschied macht das beim Vermächtnis eigentlich, ob ich die 2- oder 4-mal verbessert habe? Keine Ahnung. Ich hab die Waffe ja noch nicht. Boah. Boah. Oha. Was? Ich glaube, ich hab die auch noch nicht, die Waffe. Einmal gucken. Waffen. Ja, ich krieg hier bald Plack mit der, bin ich ganz ehrlich. Nee, ich hab die auch noch nicht. Es fehlt mir noch. Oh Gott. Gut, ich guck nicht, was mir noch fehlt. Die platzen ja. Warum platzen die Gegner? Ich weiß gar nicht, was die Clay kann tatsächlich. Weil ich schalte jetzt hier alles frei irgendwie. Das ist eigentlich so mit der beste Charakter, den es hier gibt, würde ich sagen. Kannst halt extrem geile Builds mit der machen. Ne? Das ist eine Lüge. Nee. Das ist Fakt. Der ist halt eine normale Glaykanne. Ja, was der kannst aber auch schon aus einem kleinen Piepmatz einen großen Adler machen. Oh. Nicht schlecht. Dieser Vergleich schon wieder. So wie mit anderen Sachen. So wie mit anderen Sachen. Perverse, du. Hä? Hä? Ja, du. Ich doch nicht. Ja, was denkst du denn? Das wirst du so selber gerne, ne? Ja. Nee, ich denk grad daran, wann ich heute pennen gehe. Wow. Ach, morgen geht's ja schon los für dich, ne? Am besten relativ drei. Zeitig. Boah. 3 Uhr die Nacht. Boah. Geht's wieder nach Berlin? Berlin, wir fahren nach Berlin. Würde ich gar nicht ins Bett gehen. doch. Kann sie nicht, das kann sie nicht. Dort auch ein paar Stunden Schlaf noch ergattern. Ja.
Und um 8 geht dann der Flieger. Naja, nicht ganz um 8. 7 Uhr irgendwas. Careful, Descendant. We're picking up a signal for a unit whose power capabilities are off the scale. Ja, ich glaube, bis heute in 2 Stunden, ja. Ja, ja, wir sind dann um 12 Uhr in Heraklion, also auf Kreta. Also, und dann 4 Stunden? Hä? Wann, wie lange fliegst du? 4 Stunden dann? Nee. Also. Nee. Und dann geht's noch an den Hafen, dann sind wir, glaube ich, auch nochmal so eine Stunde unterwegs. Alter, wir sind auch immer über eine Stunde zum Hotel gefahren, ja, Stunde zum Hafen. Und dann haben wir so circa 3 Stunden Aufenthalt in Heraklion, bis wir dann einchecken können auf dem Schiff. Puh. Aber unsere Koffer und so weiter, die werden ja schon auf unsere Kabine geschafft. Geil. Joa, da hast du halt so coole Kofferanhänger bekommen. Du musst da dran baumeln, dann wissen die ganz genau, wo es lang geht. Ja. Ist aber nicht schlimm. Ich meine, wir kennen uns ja aus in Heraklion und gerade auch im Hafen und so weiter. Da gehen wir halt einfach noch ein bisschen die Straßen hoch und runter oder setzen uns irgendwo hin. Ich kenne mich da aus. Genau, ja? Jede Woche eigentlich immer. Ja. Mhm. Sehr schön. Und dann legt man schon morgen ab, genau, und dann geht's nach Zypern. Ich will auch Urlaub haben, ey. Ganz dringend. Urlaub ist schon was Geiles. Ich hab dieses Jahr noch gar keinen Urlaub gehabt, was soll denn? Ich auch nicht so richtig. Dann muss ich fix einen Kringel auf die Waffe basteln. Da geht nicht. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ja, ich finde die Bezeichnung immer super. Seid doch nicht neidisch, dass ihr nicht so kreativ wart. Da bin ich nicht neidisch drauf, Alter. Ich kann mir bis heute nicht merken, wie die Dinger heißen. Oder bis jetzt nicht merken, besser gesagt. Ganz wahrscheinlich den Kristallisierungskatalysator. Möglich, ist das schon, ja. Der Energieaktivator ist ja ein Pilz bei dir. Ja, genau, dann ist das so. Das Ding zum Prestigen halt. Ich muss da auch irgendeinen eigenen Namen, das habe ich mir nicht gemerkt. Würfel? Nee. Doch. Bällchen. Bällchen. Bällchen? Aber süß. Bällchen? Die kleinen Bällchen. Öffnen wir mal die Bällchen. Hä? Ah, ist ja geil. Warp energy surge confirmed. Looks
like we'll be met with defensive forces. Es ist voll ungewohnt, ich bin die letzten Tage nur mit Bunny rumgelaufen. Ich muss mal wieder schießen. Ich bin jetzt beim dritten Durchlauf mit bleibendes Vermächtnis hochleveln und bin bei 631k. Das Ding wird ein brutaler Brecher. Also je nachdem, wie du es halt baust, bis zu 900k. Aktuell liege ich bei 666. Ah ja, und auch schon 3 von 4 nichts verbessert. Auf Gold. Ja, ich bin mir. Was für Affixe hast denn du da drauf? Ich bin mir da unschlüssig. Schusswaffenangriff, Schusswaffen-Crit-Schaden, Feuerangriff, Crit-Rate. Oder Crit-Rate ist noch auf Lieber. Ich habe nämlich Bonusschaden gegen Kolosse genommen. Ich hab Elektroangriff, gut, mein Gott, so. Schusswaffenangriff, Schusswaffen kriegt Schaden und Schaden gegen Kolosse. Und ich bin mir da unschlüssig. Ja, ich denke, so wie ich sie gebaut habe, wird sie so bei 800 in dem Dreh rauskommen am Ende, weil den einen Mod muss ich noch hochziehen dann. Also auf die 900 werde ich auf jeden Fall nicht kommen, aber muss ja auch nicht. Was für ein Alt-Mod benutzt du dann? Benutzt du da wie heißt das Ding wieder? Nutzt du da mentaler Fokus oder das andere? Ob mentaler Fokus habe ich. Ja. Mentaler Fokus. Schon krank, ey. Man hier bei dem für den DPS draufhauen kann. Ne? High level bogus closing in. Target this unit first. Form stabil. Their defensive forces are closing in from all sides. We'll need to intercept them swiftly. Problem.
Hallo Steffi. Auf ein kurzes Hallo. 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 Hallo Steffi, und? Gerade Pause. Ui. Okay, Steffi hat doch keine Pause. Steffi ist noch zu Hause. Also, dann geht sie gleich erst zur Arbeit. Noch okay. Besser. Das hätte, glaube ich, nach. Die Arme. Bei der Hitze ist Nachtschicht doch göttlich. Aber mit dem alten Pflege. Dann nicht. Oh, scheiße. Ich wurde gebumst. Wo liegst du denn? Da. Dankeschön. Bitteschön. Nachtschicht ist schon. Ach, es ist schon wieder Welle 10 von 10. Mensch. Sprenger. Oh Gott. Jetzt kam Ninja. Na toll. Nächstes Mal helfe ich dir nicht. Oha. Ich helfe gar keinem mehr. Okay. Noch ich besser. Krabbel, ich krabbel zu euch, mach hoch. Warte mal. Bin gleich da. Maurice regelt schon. Careful, descendant. We're picking up a signal for a unit whose power capabilities are off the scale. Oh, nee, nee. Oh. Auf nach Albione.
Mache ich jetzt auch mal meine normale Klee noch hoch. Ah, ich bin jetzt erstmal kurz auf. Doi doi. Jo. Hey, gut, tschüss, ne? Danke. Muss aber nur pullern, also alles gut. Ja, Mods leveln. Greg war wieder 40. Oh je. Wann wolltest du denn deinen Sport machen? 7:30 geht's los. Okay. Ziehen wir noch einen Abel? Fein lecker Abel, wa? So ein kleiner Apfel. Schön Abel. Maria hat die Gruppe verlassen. Hä? Ei. Ich hab das Spiel abgekackt, wa? Auch nicht. Gott, es geht jetzt ab. Jo, ciao.
Maria schreibt in der Reisegruppe. WLAN hatte kurz einen Ausfall. Och, Riese, ey. So, what no? Warten auf Maria. Doch ihr Internet also. Abgekackt. Kommt gleich wieder. Ein Joghurt, ich warte dann.
Und Maurice hat dir X-Defined vorhin Spaß gemacht. Ging. Soll wohl irgendwie schon wieder voll der Hype weg sein von dem Game. Das macht eigentlich ganz gut Bock, tatsächlich. Aber die Gegner brauchen ewig zum Umfallen. Ein bisschen kacke. Ah, oh, herrlich, ey. Manjo. WLAN gelöscht, oder was? WLAN-Kabel ist, glaube ich, durchgeschnitten worden. Oh, ja, ja. Dauert. Lass schneller dauern. Lass schon mal eine Runde spielen. Das dauert eh nur 10 Minuten, 15 Minuten. Wenn das dann noch so ewig dauert, Alter. Hilfe, ah! Was denn? Ich werd hier weggeportet. Oh, ich dachte, du wärst soweit. Nicht so lange soweit gedauert hat. Na, zwei Bunnies. Kann doch nur gut werden. I will end. Let's go. Descendant, number 17 here. I'll be assisting you on this operation. Good luck. Enemy structure operational. Initiating full-scale blocking operation.
ist ja eine ganz tolle Bonnie. Ein Stück, Alter. Das Vermächtnis. Yay. Stufe 21. Oh nein, Antonio ist tot. Alter, was soll man das jetzt tun muss, Alter? Hä? Hm. Hallo? Hallo? Digga, irgendwas stimmt mit meinem PC Laptop gerade nicht hier. Warum? What the fuck, der drückt auf einmal irgendwelche Sachen. Okay. Das muss so. What the fuck? Mir ist kaputt. Hä? Hey. Digga, jetzt macht der Screenshots. Hä? Was war denn das Spiel? Scheiße. Digga, nimmt jetzt 1000 Screenshots hier auf. Fuck, ey. Digga, was ist los hier? Ich muss. Antonio will nicht mit. Doch, boah. Multiple Vulcus forces detected. Recommend elimination of all their defensive forces. Sauber. Ja. Läuft ja hier heute. Beim einen stürzt das Internet ab, beim anderen spackt der Rechner rum. Das sind die ersten Fehler im Laptop in diesem Game. Ja, ist ja auch Fortbildung, da kommen wir zu Hause kleinen Rechner. Ach so. So. Was war das gerade? Keine Ahnung. Kann ich meine Screenshots sehen? Alles voll mit Screenshots hier. What the fuck, Alter? Ganz wild.
Das ist eine Bunny, die schießt. Habe ich auch selber gesehen. Ist er da ja noch zugange, ne? Ich geh mal in den Port. Ja. Gleich. Und Chris. High level Vogue is closing in. Target this unit first. Macht Antonio nichts, wenn er auf uns wartet. Damit oder geht er raus? They're reinforcing their defense. We need to eliminate them immediately. Ah. Antonio ist tot. Nein, Antonio. Hat auf jeden Fall Bunny nicht verstanden. Ich glaube nicht. Shields are offline.
Spiel. Es ist so warm. Bin ich gespannt, ob mein PC jetzt dann wieder anfängt zu streiken, dass es ihm zu warm wird. Antonio, jetzt bin ich aber überrascht. Er hat einen Blitz gemacht. Wieder war Piru. Gestorben, stark. Ich würde ihn ja gerne aufheben, weil ich war angestorben. Ich war mit Schießen beschäftigt, sonst hätte ich mich daneben hingelegt. Wir hören aber nach der Welle auf, Alter. Hat keinen Sinn mit dem Typ. Das wird nix. Ja. Das bringt uns nicht weiter. Ich hab das Gefühl, der hat die Story noch nicht durch, dass das ein neuer ist, der Bunny gerade so frei hat. Da gab es ja erstmal eine Ansage von der Frau. Die Mutter. Oh, mir so das. Antonio. Now's not the time to stop. Hallo. Hallo. Lass mich schießen. Our
level bogus closing in. Target this unit first. Ich glaube, ich gehe jetzt dann noch mal fix an den Grill. Das klingt nach einem Plan, ja. Keine Lust mehr auf Antonio. Antonio! TikTok. Ja, tatsächlicherweise. Ich werde erstmal eine Runde gegrillt. Was? Willst du erstmal eine Runde grillen? Boah, dauert nicht lang. Ja, mach mal. Kleines Fingerchen und so, ne? Ja. Bis gleich. So, dann warten wir. Please hold the line. Die anhalten. Na, mach das auch. Spaß. So, okay. Ja, ich würde sagen, wir warten einfach mal kurz nochmal. Irgendwer kommt wieder. Was ein chaotischer Stream heute. Ah, schon verrückt manchmal.
der Hawaii. Aber ich mag da lang. Ja, da. Aber. Das Spiel schon wieder an. Das ist ja nicht jetzt drillen gegangen. Jo. Sagt man eigentlich die Tic-Tac, ha, okay. Schaffen wir ja noch. Gut. Dann leveln wir noch mal eine Runde, ne? Ja, ja. Eine Mai noch, dann. Bin weg. Das macht ihr jetzt alle zusammen dann, oder was soll ja Workout da, oder nur du? Nö. Ich und zwei andere noch. Oh. Mal schauen, wie es wird. Das war einfach richtig anstrengend. Ja. Ich werde wieder ein Bild schicken. Habe ich nur Sport gemacht oder war ich du? Oh Gott, ey. Okay, wir haben Clay. Und was ist das andere? Sind das. Ne, sind nicht beides Clay so. Balbi und Viesa. Descendant, number 17 here. I'll be assisting you on this operation. Good luck. Enemy structure operation. Initiating full scale blocking operation. Das ist der Hawaii Toast. Mit Falbi zur Farben ist auch super easy. Echt? Zwei Teile haben 32% und zwei Teile haben 20%. Los geht. Na, irgendwann mal, wenn ich Bock hab. Auch geil. Heute einen neuen Ventilator für Mutti geholt. Also der kam heute an. Und da haben die einfach diese Schraube zum Festmachen von dem Motor. Die war so scheiße verarbeitet, dass man die nicht durch die Mutter drehen konnte, also die Mutter nicht gepasst hat. Dann mussten wir einfach vom alten Ventilator die Schraube abpacken, damit es geht, ey. Ach, Digga. Dumm. Ich hatte nämlich keinen Bock, den deswegen zurückzuschicken, weißt du? Naja, klar. Hätte es jetzt nicht geklappt, hätte ich es machen müssen, ja. Aber so konnten wir einfach die alte Schraube nehmen. Also hast du es gesehen, oben war die dicker und unten war das Gewinde dünner. Und dementsprechend ging die halt nur so zwei, drei Umdrehungen. Scheiße. Ja gut, man hätte es auch testen können mit rein, raus, rein, raus, rein, raus, ne? Ja. Das hilft auch ziemlich oft. Dass sich das Gewinde so ein bisschen anpasst. Sei froh, dass du letzte Runde rausgeflogen bist mit diesem Antonio da, Alter. Echt? Ja, eine richtige Belastung, Alter. Spielt Bunny und benutzt nicht einmal die Fähigkeiten von Bunny. Die ganze Zeit nur so. Ziemlich besten. Müsste ich auch mal farmen, Alter. Ultimate Viesa hätte ich auch Bock. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Teil. Da sind die Dorfchancen auch relativ niedrig. Für was? Für Viesa Ultimate. Ach, Viesa.
Ja, es geht. Ich hab's halt durch Zufall alles gehabt, ne? Tatsächlich. Hätte ja nur ein Teil gefehlt. Das hab ich auch relativ schnell bekommen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heute es schaffe, den Ultimate Bunny Code zu bekommen, also bin schon zufrieden. Ich hab gedacht, ich schaff's, aber nach 12 Mustern gönnt er halt einfach nicht, der Wichser. Jetzt hab ich keine Partikel mehr. Mich halt gefreut, dass endlich mal der Formstabilisator was gebracht hat. Ja, bei mir gar nichts, ich hatte 6 Stück. 6. Echt? Ja. Eiffel, das musst du auch erstmal nicht mehr sehen, Alter. Na, verstehe ich. Gestern wirklich den ganzen Tag nur gefühlt Muster gefarmt, oder den ganzen Abend Muster gefarmt und Partikel. Mhm. Na. High level Bulk is closing in. Target this unit first. Samstag erstmal schön. They're reinforcing their defense. Ah, okay. We need to eliminate them immediately. Der hat Luna an die Forschung gegeben. Samstag darf ich Grillmeister spielen. Bei meiner vielleicht neuen Arbeit. Na, sauber. Also, Maurice, kommst vorbei, ne? Klar, natürlich. Ich war 2,5 Stunden nach Hause, um wieder 2,5 Stunden hinzufahren. Ey, für ja. Schön frisch gegrilltes, hallo. Ja, jetzt brauche ich mal für richtiges Wochenende. Die Woche war schon wieder scheiße, ey. Bin gespannt. Gott sei Dank wird's nicht warm. 21 Grad oder so. Bin gespannt. Das geht. Wenn das Jobcenter jetzt nicht reinscheißt, nachdem ich heute Stress gemacht habe. Mhm. Weil sie es noch nicht bearbeitet haben, wohlgemerkt, obwohl ich es Montag geschickt habe. Dachte ich mir so am Telefon, ja, das ist eingegangen, aber es ist noch nicht bearbeitet. Ja, ich sehe so, dass ich das bis Samstag brauche, ne? Ja, können Sie da jetzt bitte mal, ne, ein bisschen Druck machen, ich brauche das bis Samstag. Ja, ich vermerke das mal, dass es sich drum gekümmert wird. Ich so, ja, wenn ich rufe morgen wieder an, Alter. Ich brauche die erste. Ja. Echt, ey. Mach ich das schon über deren Seite und dann klappt trotzdem nichts, ey. Der Wahnsinn. Ja, ja, ist halt ein Abend, ne? Ja, das ist angekommen, das ist richtig. Aber ich sehe, hier wurde noch nichts bearbeitet. Ja, drauf. Verdammt. Danke dafür. Ja, ich brauche halt eine Bescheinigung für 2 Wochen Praktikum, damit er das mit, damit ich versichert bin über das Ding halt, ne? Ja. Ja, ich vermerk das mal. So, ey. Können die nicht so eine vorläufige geben, irgendwie? Das ist auch. Eigentlich ist das doch nicht schwer. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ja, eigentlich. Da war es ja. Oh, ey. Du bist ja erstmal 10 Minuten in der Warteschlange. Und dann kommt ja. So eine Antwort. Ja, das ist ja. Das geht aber schnell dann. 10 Minuten. Da habe ich auch direkt angerufen, wo die aufgemacht haben. Ja. Es geht. Das Sommerfest geht Samstag, glaube ich, relativ lange. Mhm. Aber wann ich dann da arbeiten muss, weiß ich nicht. Ich denke mal, vielleicht sogar sozusagen die Spätschicht mit Mutti zusammen. No. Weil es ja mehr oder weniger so eine Art Schnuppertag ist für mich. Ja, genau, einmal reingucken, ne? Ja. Ist ja auch richtig so. Und wenn es dann würde, halt von nächste Woche Montag halt 2 Wochen dann. Also nur Montag bis Freitag, weil samstags und sonntags geht irgendwie nicht Praktikum über das Jobcenter, was weiß ich. Ist ja auch egal. Reicht ja, Montag bis Freitag. Dann halt 2 Wochen. Ja. Wenn da alles passt, Arbeitgeber sagt jo und ich sag jo, dann würde ich dann zum nächsten Monat anfangen. August Warp Energy Surge confirmed.
Ja, Hauptsache da passiert irgendwas, ne? Oh. 8 Stunden Vollzeit, alles wunderbar. Ja. Und halt wirklich nicht direkt vor der Haustür, halt, das ist halt das Geilste. So ist gut. Ist ja direkt nebenan bei uns hier. Ja. Große Gebäude. Falls du dich dran erinnerst. Okay. Kann sein, weil, oder? Also gegenüber direkt von uns ist ja, nein, gegenüber von uns ist die Schule. Ja, genau, stimmt, da war die Schule, ja. Und neben der Schule sozusagen, da ist das. Ach so, okay. Also quasi bei der Sparkasse. Das ist ja cool. Also wirklich, ne, Tür auf, einmal stolpern und du bist da. So nach Motto. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall endlich mal eine Chance, die ich kriege. Ja, auf jeden Fall. Nutzt sie auch. Na, alles nicht so einfach, wenn man nicht 100% einsatzfähig ist. Ja, das stimmt. Obwohl ich das ja nicht mehr direkt erwähne beim Vorstellungsgespräch, ne? Aber meine... macht das trotzdem alles schwerer. No. Weil man nicht alles machen kann. No. Das Wichtigste ist, dass man es halt nicht darauf ausruht. Dass er trotzdem gewillt ist, halt was zu finden oder halt. Oh. Oh. Und ich habe ja immer die Zeit, wo ich zu Hause war, halt schon. Nicht so, dass ich nie mich beworben hätte oder so. Im Gegenteil, ich habe jede Woche alle möglichen Stellen mich beworben. Mhm. Aber viele wollen halt Erfahrung, kann ich nicht unbedingt bieten. Nee. Und Führerschein. Führerschein, ja. Ja. Ist halt alles nicht so einfach. Ja. Das ist ja auch abwechslungsreiche Arbeit, überall mal mithelfen, wo halt Not am Mann ist. Was auch ganz gut ist, wenn es nicht die ganze Zeit immer das gleiche ist. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Traurig fand ich ja auch, dass ich einfach 2 Jahre warten musste, bis meine Umschulung genehmigt wurde. The fuck? Ja. 2 Jahre, ey. Hm. Heftig. High-level bogus closing in. Target this unit first. Die wussten seit 2 Jahren, dass diese Einschränkung bei mir halt besteht und ich dementsprechend halt, ne, durch die Umschulung bessere Chancen habe. Und trotzdem hat der Antrag 2 Jahre gedauert. Alter. Das ist jetzt immer so traurig irgendwie. Their defensive forces are closing in from all sides. Okay, ja, ist halt letztes Jahr war es, glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr war die Umschulung. Oder dieses Jahr? Entweder Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres. Da bin ich mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, ja, also, darfst du erstmal 2 Jahre warten. Den können sie auch so. Sagen immer so nach Motto, sie wollen dir immer helfen und das Beste für dich so nach Motto, aber wenn du dann mal wirklich was brauchst, dann dauert es 2 Jahre, ja. Ja, wenn die was wollen, soll es schnell gehen, aber wenn du was von denen willst, dann lassen sie immer schön Zeit. Ja. Weil das ist ja mit Arbeit verbunden. Drecksladen. So. Ja. Manchmal ergibt sich halt durch einen doofen Zufall was eine große Chance. Ja. Weil viele von denen jetzt da arbeiten momentan, die ich gehe eine Woche arbeiten und lass mich 3 Wochen krank schreiben, Schiene fahren seit Monaten. Und das macht der Chef halt nicht mehr mit.
No. Bei Mutti ist halt immer die Gearschte, ne? Die steht meistens immer alleine da dann. Echt? Ja. Boah. Und dann musst du auch mal 11, 12, 13 Tage am Stück arbeiten, ohne einmal frei zu haben, ey. Digga, was? Ja. Ich glaube, die längste Zeit, die Mutti am Stück arbeiten musste, waren, glaube ich, 12 oder 13 Tage. Digga. Das ist schon heavy, ey. Aber dafür hat sie auch den höchsten Verdienst von den Angestellten. Ja, zu Recht. Ja. Ah, ist schon krank, was da manchmal abgeht, ey. Bei denen. Ja, die Leute haben halt einfach keinen Bock mehr darauf, ne? Das ist so. Das wird immer schlimmer in der Altenpflege. Ist doch Altenpflege, ne? Ja, aber. Ja. Macht mehr Küche. Also, ist auch so. Ja. Knapp umspringen. Aber die ganzen anderen Leute halt, ne? Ja. Ist ja nicht nur die eine, sondern eigentlich alle anderen auch so, ne? Gehören da ja mit drin. Oder mit dazu. In der Pflege ist das normal. 12 Tage arbeiten, 2 Tage frei. Boah, Digga. Das ist ätzend, ey. Dann wundern die sich, warum das keiner machen will. Ja, keine Leute, ne? Wenn mehr Personal da wäre, dann wäre das, glaube ich, nicht so schlimm. Mich würde das aber auch abschrecken, wenn ich höre, dass ich 12 Tage... Ja. Am Stück arbeiten muss und dann 2 frei habe. Wenn es vielleicht, keine Ahnung, ein dummer Zufall ist, dass die 2 freien Tage dann auch noch wegfallen und es macht es ja nicht gerade attraktiv dann. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf, Alter, ganz ehrlich. Gibt es ja auch sowas wie ein Arbeitszeitschutzgesetz und so ein Scheiß. Offiziell nicht, aber. Nee, kann mir auch nicht vorstellen. Interessiert ja keinen. Naja. Mehr als 12 Tage am Stück darf man nicht. Ja. Kam aber bestimmt auch schon in den einen oder anderen Bereich vor. Na, safe. Bei mir bei Teilzeit, bei 4,5 Tage Woche ist es maximal 9 Tage. Das sind bei Teilzeit, ey. Ja. Muss mal vorstellen, Alter. Wir sind schon 5 Tage am Stück. Ätzend genug. Ab nächste Woche. Und dann kommt das in die Scheiße. Doppelt so viel, ey. Nee. Ja, da hat Steffi richtig Spaß. Nächste Woche schön 9 Tage am Stück arbeiten. Heftig, ne? Auch geil, ne? Ich hab mir FIFA 24 geholt, weil es da im Angebot war für einen 10er, ne? Bei Epic gekauft, aber bei EA kann ich es nur spielen. Also auf dem EA Launcher. Okay. So, du wolltest jetzt gleich zum Sport, ne? Ja, genau. Okay. Maria nochmal was geschrieben, ne? Ja, dann weiß ich auch nicht. Muss ja leider weiter leveln erstmal oder so. Ja. Meine 2 Stündchen noch nicht voll. Fehlt noch eine halbe Stunde. Du hast ja gesagt, brauchst du ja gar eine Stunde. Ja, dann noch eine Stunde zum Ausschwitzen. Also ich werde mal sagen, 9 bin ich da, 9:30. Hm. Ungefähr für eine Stunde noch. Ja.
Erstmal Spiegel ausmachen. Den Tatortreiniger-Simulator, ja. Scheiße. Ja, ich glaube, ich werde einfach jetzt noch die halbe Stunde voll machen, dass ich 2 Stunden voll habe und dann machen wir einfach heute Feierabend nach 2 Stunden und dann schauen wir mal. Seit denn Maria kommt in der Zeit wieder, dann könnte ich auch weiter streamen, aber sonst alleine habe ich jetzt nicht so Bock, dann noch stundenlang weiter zu streamen. Weil es auch so warm ist. Unsere Waage hat so einen weg. Laut der Waage wiegt Mutti einfach 170 Kilo. Alter. Junge. Schon erst 170 und dann Error. Alter. Ja, Steffi, dann viel Spaß auf der Arbeit, ne? Tschüss. Schön. Gut schwitzen. Geil, bei mir im Team ist Schweinehaus. Wird wieder schön heiß werden, da die Wärme überall steht. Ja. Und dann am besten noch so schön in so ein Zimmer rein, wo eine ältere Dame Heizung anhat, weil sie friert. Geil. Schön in so einen Raum rein, wo die Heizung auf 5 steht. Geil. Heizung auf 5, jetzt wird geschwitzt. Ein weißes Pulver. Oh. Oh, geil. Das werde ich jetzt brauchen, Alter. Stell mich, glaube ich, vor Krämpfen. Warum tue ich mir das eigentlich an? Die Scheiße. Weil du dir denkst, von nix kommt nix. Ja, ist so leider. Da auch dann, wenn ich wieder arbeiten gehe. Auch schon ein bisschen wieder abnehmen dann. Geht ja von ganz alleine mit durch die Bewegungen auch schon. Ja. Essen habe ich auch schon umgestellt jetzt. Das geht schnell. Also anfangs geht's schnell. Und wenn du dann am Ball bleibst, dann will ich das hatte schon. Ja, vor meinem Arbeitsunfall war ich ja bei 85, also kurz vor eigentlich perfekt, so wie ich es haben wollte. Wie groß bist du? 1,80. 1,80, ja. Und das war halt einfach nur eine normale. 85 ist ein gutes Gewicht. Ja. Und ich war so, ich glaube, ich war bei 90 ungefähr. Und dann war der Unfall. Ja, dann war alles für den Arsch. Weil ich ja dann 6 Monate nicht laufen konnte und essen musste ja trotzdem. Und ja, dann setzt das natürlich sofort an. Das geht super schnell, ja. Aber egal, die, so wie ich es damals gemacht habe, werde ich es diesmal wieder machen. Und diesmal sollte ja nichts dazwischen kommen. Ich dachte halt, ich fange jetzt schon mal an, halt wieder den Körper dran zu gewöhnen, mit weniger Essen und so. Ich habe jetzt die ganze Woche schon. Ja, dann musst du 2 Wochen durch. Und dann geht das. Dein Magen muss ja auch erstmal ein bisschen schrumpfen und so. Das gehört ja alles dazu. Aber wie gesagt, das Geile ist, ich weiß ja, wie es bei mir machen muss, also wie es angehen muss. Das funktioniert und ja. Tschüss, Stevie. Und vor allem ist es halt richtig krass bei mir ist, ich habe halt übelst das breite Kreuz und ja. Dann Dings trainieren würde, also Muskeln aufbauen würde zum Beispiel. Ich glaube, dann würde ich aussehen wie ein Türsteher. Mit meinem breiten Kreuz. Ich war auch mal richtig gut dabei. Weiß nicht, eineinhalb oder 2 Jahre habe ich trainiert. Ich suche später mal das Bild raus, kurz vor meinem Unfall. Kam Ausbildung,
Ich hab keinen Bock mehr auf Sport. Mhm. Da muss man, wenn man zweimal angefangen hat, dabei bleiben, ne? Ja. Wenn ich das früher nicht gemacht hätte, wäre ich auch nicht so ein Ochse, glaube ich. Aber ich bin halt einfach fett, jetzt. Ich wäre aber momentan auch nicht gut in Form, aber wenn man halt nicht arbeiten geht, ne, nur mit zu Hause ein bisschen Homeworkout und so. Deswegen mache ich die Scheiße ja hier. Wie ganz kack wir runter haben. Gib mir auf den Sack die Scheiße. So, ohne Arbeit geht das leider nicht so einfach. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ultra fett bin, aber nö. Ich habe halt ein bisschen Bäuchlein und jo. Voll die Bitch-Tits, ne? Das fuckt halt so gut ab, Alter. Bei dir ist es ja wirklich noch human, also, sag ich mal. Also klar, man sieht es so ein bisschen, aber es ist ja nicht so wild, sag ich mal, ne? Na, noch geht's. Oh. Ich meine, wenn du halt jetzt sozusagen die Reißlinie ziehst, dann ist es halt gut, ne? Dann wird's nicht zu krass. Eben, deswegen mach ich jetzt wieder was. Aber ein kleines Bäuchlein ist ein Zeichen von Wohlstand. Jo. Spargeltarzahn muss ja nicht sein. Nee. Was kann da ja ruhig sein, so ist ja. So, warte, ich nehme nicht, mach mal kurz Headset runter, warte eben. Ich muss ja noch kurz, bevor du gehst, ich brauche noch kurz deine Reaktion, wo mir nur 5 Kilo bis zum Wunschgewicht gefehlt haben. Die brauche ich jetzt noch kurz im Stream, deine Reaktion. Außer haben sie geärgert eine Zeit lang, ne? Ich glaube es gar nicht. High level Volg is closing in. Target this unit first. Schick's auf WhatsApp, oder? No. Forces. So. Trotz die Welle spielen und dann sind jetzt hier melden. Das war, wo mir 5 Kilo gefehlt haben, bis zu meinem Gewicht, was ich wollte. Da sieht man es alleine ja, schon am Gesicht. Junge. Da war ich bei 90, ey. Alter. Heftig. Einfach die Hälfte. Ja. Geisteskrank, Mann. Ja, Mann. Boah, scheiße, ey.
Oh, da hat er mich nach ganz oben geworfen. Ich habe aber noch ein Bild, da stehe ich neben einem Longboard, da sieht man es halt auch noch besser. Mhm. Das war wirklich so belastend. Das ist ganz kurz vorm Ziel, ey, und dann so, bam. Scheiße. Ja. Schicksalsschlag, ne? Mhm. So, ich werde jetzt aber mich quälen gehen. Scheiße. So, bis gleich. Hallöle. Hallo. Bin ich wieder. Joa. High level Volgus closing in. Target this unit first. Was macht der Feines? Das gleiche wie bevor du essen gegangen bist. Also. Noch den Durchlauf circa Stream. Dann. Their defensive forces are closing in from all sides. We'll need to intercept them swiftly. Glaube ich. Verlasse ich es heute einfach bei den 2 Stunden jetzt. Heute ist irgendwie richtig eklig hinzumachen. Das ist richtig. Komische Luft. Ich meine, ab nächste Woche werde ich wahrscheinlich eh dann immer nur noch 2 Stunden streamen. Nach der Arbeit dann. Deswegen schon mal drauf einstellen, den Stream hier. Kommt halt immer drauf an, von wie lange und so arbeiten muss. Ich hab ja noch keine Infos. Ich bin ja gerade Samstag. Hast du deinen Kollegen schon von uns erzählt? Von unserem Haufen hier? Ja. Ich finde das nicht schlecht. Problem in Anführungsstrichen ist nur das Problem. Der konnte heute nicht ankommen, weil der hat irgendwie Besuch bekommen. Genau. Deswegen ist er heute nicht da, sonst wäre eh schon hier.
Nein, das Schweinehaus ist tot. Was für ein Haus? Schweinehaus. Mein Mitspieler heißt Schweinehaus. Ach so. High-level Volga is closing in. Target this unit first. Bleibendes Vermächtnis schon wieder 37. Nice. Jetzt die Mission gescheitert. Das ergibt gar keinen Sinn. Der Boss war tot. Muss ich nicht verstehen. Ach, Superstar Carol G. Wer ist Carol G? Ja. Einen Durchlauf mache ich noch, dann ist der Ajax 40 und dann Stream aus. Du den einen Durchlauf noch mitlaufen oder nicht? Ja, klar. Gib mir kurz ein Minütchen, weil ich gerade noch bei einem Boss stehe. Ich habe mal die Glei versucht zum Bossen, aber das macht die noch gar nicht so gut. Gestorben auch noch, super. Na, doch. Thank you.
ohne Scheiß. Nochmal immun, das hält schon nicht aus. Mhm. Ah, jetzt ist er tot. Ich könnte eingeladen werden. Oh, das schaffe ich ja jetzt sogar noch. Meisterschaft 17. Ich hab dir eigentlich den euer Meisterschaftsrang gepusht. Weil ich muss zugeben, ich hab. Weil ich habe bis auf jetzt die Clay und noch einen Charakter hab, oder einen Descendant habe ich alle auf 40, die ich habe. Ja, okay. Weil die Waffen bringen sie ja nicht wirklich zum Meisterschaftsrang-Leveln, oder? Doch. Ohne Scheiß. Da kriegst du dann also zwischen 4.000 und 8.000 Punkte pro Waffe. Das ist ja nix. Doch, die Kombination aus Descendants, Descendants und Waffen ist es. Descendant, Number 17 here. Genau so bin ich jetzt kurz vor 23. Enemy structure operation. Ja, wie viele Descendants hast du dann schon auf 40? Let me tell you how I managed to come back. 16. 16? Ah ja. Da liegt der Hund begraben. Mit den anderen zweien. Die eine hat doch Internetprobleme und der andere macht Sport. Internet immer noch kaputt. Aber da die ja morgen um 3 Uhr losfahren zum Flughafen, kann es sein, dass sie gar nicht mehr umkommt. Ja. Circa 2 Stunden noch mal kurz da. Das sind 2 Stunden. Ja, eine Stunde macht er Sport. Und eine Stunde braucht er dann Pause. Pause. Multiple Volgus forces detected. Recommend elimination of all their defensive forces.
Get ready. Und dann grindest du gleich schön das Vermächtnis weiter, habe ich gehört. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ah, verstehe ich. Ich hab die jetzt dreimal gebaut, die zweimal verbessert. Und ich droppe die Scheiße einfach nicht mehr. Und es ist traurig. Aber wahrscheinlich werde ich sie grinden, ja. Wenn man einmal angefangen hat, will man es ja auch irgendwie durchhaben. Ja, interessant wäre es, ob es überhaupt sinnvoll ist, weil ich nicht genau weiß, was die Verbesserung da macht. Ich mir die noch nie durchgelesen. Also heute habe ich sie einmal noch verbessert, das macht irgendwie nur Schusswaffenangriff um 1% hoch. Und den Stack, den du dann auf den Boss gibst, der geht auch noch höher dann. Ob sich das jetzt so schwer auswirkt? Ich wüsste sonst nicht, was ich grinden soll. Ich muss als nächstes noch die Ultimate Blade fertig machen, es fehlt mir nur noch ein Teil. Ah, auch nicht schlecht. Ich habe schon überlegt, ob ich mir andere Ultimate Chars grinde, aber haben gut, ja, brauchen nein. Ich hätte nicht gedacht, dass die alte Bunny so einen Impact gibt, weil mit der eigentlich so alles, was du brauchst, weil mit der farmst du alles, fliegst ja nur noch durch die Maps. Careful, Descendant. We're picking up a signal for a unit whose power capabilities are off the scale. Wurde aber heute sehr unsanft geweckt. Und hat vor kurzem Dings aufs Dach gebaut, Solar. Heute haben sie die Speichereinheit im Keller eingebaut. Um 7 Uhr morgens fangen sie an, da im Keller rumzubohren. Ich kann nichts Schöneres vorstellen. Kann nicht, klasse. Und dann kommt noch so eine Fliege ins Zimmer, die die ganze Zeit da, ey. Bessere Karte für mich. Optimal. Das will man doch haben. Und dann war es heute Morgen schon so eklig warm, dass ich aufgestanden bin. Mein Ventilator angemacht habe und mich wieder hin. So ungefähr lief mein Tag auch. Ich wurde von meinem Bäcker geweckt, weil ich ja eigentlich heute Turnier angeln wollte. Ja, Ende vom Lied, weil ich habe den Wecker ausgemacht und habe mich wieder umgedreht. You're next.
Ich bin wahrscheinlich abgelaufen, 20 Stunden oder so. Das konnte ich damals tatsächlich, als ich die gekriegt habe, nicht abwarten. Das habe ich übersprungen. Habe ich auch öfter mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir irgendwie einen kaufe. Aber Lepic zum Beispiel, den habe ich durch den Grind auf Bunny irgendwie fast durch Zufall. Da fehlt mir jetzt noch ein oder zwei Teile, fehlen mir da noch. Also irgendwie Blade zum Beispiel, die ich hier level, die habe ich komplett aus Versehen gefarmt. Keine Ahnung, wann das passiert ist. Nicht am Schirm, da habe ich mal reingeguckt, was ich eigentlich so habe und warte mal, die kannst du ja bauen. Ich habe ja schon auf Sharon zum Beispiel, die wollte bei mir nicht droppen, die habe ich gegrindet wie der größte Affe. Verhältnis zu Bunny ging die schon schnell, aber wie schnell die gehen könnte mit so einer Chance von teilweise 20% bei den Teilen und ja, irgendwie bin ich dann da 20, 30 mal reingelaufen, habe ich teilweise schon leicht das Gefühl gehabt, verarsch mich hier jetzt. Ich wollte gerade den Abzentschiss für AFK fahren. Da stillgestanden hat. Das ist immer relativ. Ich bin auch schon öfter wegen AFK-Farming, haben sie dann im Chat geschrieben, haben sie mich reportet. Ja, das Ende vom Lied ist aber gewesen, haben bei den Kingston Einsatz gemacht, da verteidige Ressourcen. Ich stand halt vor dem Ressourcending und hab da links rechts geschossen und die Bomben abgewehrt. Bin halt nicht was rumgelaufen. Ja, mimimi, ich bin AFK, mimimi. Dann habe ich eben im Chat geschrieben, nee, bin ich nicht. Doch, bist du.
ich hoffe echt, dass es stimmt und morgen nur 21 Grad sind, ja, dann wäre es mal wieder angenehm. Ich hoffe, mein Arbeitskollege schreibt mir noch, dass der morgen arbeitet, weil dann sage ich einfach, hier passt, dann komme ich nicht. Das wäre der Hammer. Meisterschaft 17, sehr schön. Aber eigentlich bringt der Meisterschaftsrang eh nur wirklich was bis 20, meine ich, oder? Alles ja. Drüber ist nett zu haben, aber. Ganz genau so. Ja, dann habe ich das Ziel ja eh bald geschafft. Muss ich mir nur ungefähr noch 8 Descendants fahren. Descendants hast du schon, jetzt kommt's mir erst. Hast du die alle aktiv gegrindet, oder? Mhm. Nur den Ultimate Level. Krass. Hab aber auch schon über 400 Spielstunden noch, also. Ja gut. Ich hab nur 170. Das haben wir einfach 400 hier. Shields are down. They need to be recharged. Ja, seit Day 1, also bei Outcome. Und dann am Release-Tag haben wir, glaube ich, 16 oder 17 Stunden schon gespielt, ja. Ja gut, ich hab. Ich spiele auch seit Release Tag, aber mal wieder mal mit Päuschen, da war ich ein Wochenende war ich mal weg. Dann hatte ich mal Fortbildung und so eine Sachen. Bin ich doch noch berufstätig. Das zieht tatsächlicherweise auch viel Zeit ab vom Grind. Wenn man so viel Zeit hat, ne, dann kommen die Spielstunden schon schnell. Ja klar. Muss ich zugeben, wird bei mir nicht anders aussehen, wenn ich Urlaub hätte oder so, ne? Dann würde ich immer reingegrindet werden. Aber durch einen Krankheitsfall bei mir auf Arbeit hatte ich dieses Jahr eigentlich noch wirklich keinen Urlaub. Weil wir dann unser Team aufstocken mussten. Ja, tatsächlicherweise sind keine schlechten Leute, aber viel Hintergrundwissen fehlt denen halt und bis man denen das alles beibringt. Aber langsam aber sicher kommen wir in der Richtung, wo ich die dann alleine lassen kann. Oder schlechtem Gewissen. Dann haben wir aktuell noch die Wirtschaftsprüfung im Haus. Der darf ich mich auch zum Teil auseinandersetzen.
Ein weiteres Mal bleiben das Vermächtnis zurückgesetzt. Glückwunsch. Ein bleibendes Vermächtnis macht jetzt mit Turle tatsächlich schon 716.000 DPS. Das ist gar nicht so ohne. Ich hatte die meisten Mods tatsächlich vom Zähmer schon aufgewertet, die man hier braucht. Ich musste nur zurücksetzen und die halt reinbauen. Ne? Ich bin dann nur gespannt, weil ich habe schon ein paar Videos gesehen, die haben die Bosse ja mit der weggeschreddert, aber vom Feinsten. Ne? Das dann auch in Krieg oder ob da wieder irgendwo im Hintergrund noch ein kleiner Trick ist, den dir keiner sagt. Their defensive forces are closing in from all sides. We'll need to intercept them swiftly. Gestorben, weil ich eingefroren wurde, so eine Scheiße. Hilfe, da liegt ein Noob. Oh, da liegt gleich ein zweiter Noob daneben. Oh, 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 oh. Wieso frieren die mich hier ein? Da bin ich gleich tot. Das ist nicht gut. Take this. I'll load.
die Aua. Ich bin jetzt Level 34. Wie viele Level meinst du, habe ich das noch in einem Durchgang geschafft? Dann auf 14? Bei denen wirst du wahrscheinlich nicht mehr 35. Nee, nee, das nicht. Was schaffe ich in einem Durchgang, die 6 Level dann oder 5,5? Was meinst du? Glaube nicht. Scheiße. Mit Doppel EP oder so bestimmt, aber so. Dann noch. Glaub ich 2 Level jetzt in dem Durchlauf gemacht. Was? Das ist viel dann. Ich hab noch nie aufgepasst, was das betrifft. Also ist gleich am Ende. Dann kann ich dir das sagen, ob du es schaffst. Tatsächlich noch 35 geschafft. Ja gut, ich habe noch ein paar Tage einen Booster laufen, ne? Eingefroren und verprügelt. Hat den
geklappt, man will es nicht glauben. Play ist halt so tanky, ey. Ja, wenn man die mal gebaut hat. Das einzige, was meine Clay jetzt hat, sind ein paar Lebensmodule und das war's. Sieht man hier eigentlich? Ne, jetzt nicht mehr. Ganz viel lustiger, dass Verstandenes Jung gescheitert, obwohl wir es geschafft haben. Mal gucken, ob man heute mich in der Abmod hört. Ich hab sie mich nicht umgestellt vorher. So Leute, damit haben wir das Ende für heute erreicht. Ich bedanke mich für euch, dass ihr dabei wart. Würde mich auch freuen, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch einen schönen Restabend, später eine gute Nacht und dann würde ich sagen, bis morgen.